Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13, unserer Karriere mit Hertha BSC. Nein, natürlich nicht mit RB Leipzig. Gewohnheitssache, tja. Hoffenheim hat uns deutlich abgefertigt, gerade in der ersten Halbzeit. Baumann hat dann alles gehalten, was uns eine Chance ermöglicht hätte, irgendwie gleichzuziehen. Und von daher war ich dann am Ende unzufriedener, als es vielleicht der Fall hätte sein müssen, hätte man einen besseren Torwart gehabt. Der hier hat zwar eine gute Bewertung bekommen, aber ich kann nicht verstehen, warum. Hat für mich nicht wirklich soliden Eindruck gemacht, keinen unhaltbaren rausgeholt wie der Baumann drei Stück. Von daher weiß ich nicht. Jetzt können wir hoffen, dass der Vorstand nicht zu sauer ist. Schauen wir einfach mal. Ich sage. Die anderen Ergebnisse sage ich euch nicht. Wer gucken will, keine Ahnung, hätte ja mitlesen können im letzten Part. Dazu bin ich gerade zu frustriert. Frustriert. Da riecht man ordentlich. So, du wirst einige Male spielen. Ich mache aus dir einen Nationalspieler. Wenigstens das hier sieht grafisch annehmbar aus. In der Auflösung. So, aber wenn man sonst auch nichts hat, das funktioniert, ist das ja wohl das Mindeste, wa? Erstes Länder, nee, das kommt weg. Hier mal runter auf 25.000. Torprämie 5.000, nicht, sondern 2,5. 2,5. Und 25, wenn wir Meister werden. Was es ja aktuell so aussieht. Es sei denn, wir spielen weiterhin so wie gegen Hoffenheim, dann werden wir gar nichts. Dann gewinnen wir nicht mal einen goldenen Blumentopf. So, und es wollen Spieler immer noch nicht zu uns, obwohl wir jetzt sind wir eigentlich noch Aufsteiger, sind wir in der Aufstiegssaison, das habe ich jetzt schon echt alles verpeilt. Muss ich gerade mal gucken. Ob wir noch Aufsteiger sind oder ob wir letztes Jahr schon irgendwie in der Bundesliga dabei waren, aber ich glaube es nicht. Sonst wäre ich ja doch bestimmt, das wüsste ich doch. Ich meine, wir sind noch in der Saison, wo wir gerade aufgestiegen sind. Muss ja so sein, so, Pocagnoli. Uiuiui. Kontostand nur 74 Millionen, obwohl wir ein Transferbudget über 100 Millionen haben, ist auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Boah, der Jugendspieler ist auch krass. Junge, Junge, wie kann das gehen hier? Wir sind überall im Plus und haben dann nur 75.000. Also irgendwie ist da 75 Millionen. Irgendwie stimmt da was nicht. Als nächstes kommt Dortmund, keine leichte Aufgabe. Gerade wenn wir die Form so bewahrheiten, wie wir sie gerade haben. Eihahn und Geiz kommen schon mal, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, dass es wichtig ist. Denn wir brauchen jeden Mann an Verstärkung. So, und die Spieler aus der zweiten Mannschaft sind alle wieder unten. Da ist gut. Goretzka war, glaube ich, unser Sechser, kann das sein? Hazard war im rechten Mittelfeld. Ich muss da jetzt erstmal alles wieder auf die Kette kriegen. Sané da, Baba da, Pocagnoli, du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst, ganz ehrlich. Kayuté und Alderweireld in der Innenverteidigung, die tauschen gerade mal die Seiten. Oder eher nicht. Nee, die tauschen nicht die Seiten. Kimmich auf die Bank. Guidetti auf die Bank. Stindl ist stärker als Jurado. Zudem kommt Günther noch auf die Bank. Kirchhoff im Formtief. So, zweite Mannschaft ist jetzt wieder komplett. So. Lalalala. Da ist nichts Neues. Den haben wir bekommen. Wahnsinn. Das ist ein Riesentalent wieder. Also ich glaube, wir haben mittlerweile in der Jugend so einige Talente. Wenigstens da ist nun, bin ich mit der Arbeit noch zufrieden, auch in dieser Aufnahmesession.
Und wie gesagt, guckt euch hier den Transfermarkt an, da ist aktuell nichts Berauschendes dabei. Da überzeugt mich noch nicht wirklich was. Du kannst dich ja mal um Kajuté kümmern, Pocognoli, schwachen Fuß, Kimmich kann nix, Pocognoli, also der kann schon was, aber mit dem kann man nicht reden, so meinte ich das. Nicht, dass einer nachher sagt, ich hätte gesagt, der Kimmich, der kann nix. So, Lallana gut trainiert, Gudetti ist wieder am Start. Günther können wir noch nichts sagen. Jurado sollte sich mal im Training mal ins Zeug hängen, auch wenn er wechselt oder wechseln soll. Fabio gut trainiert. Ebert gut trainiert. Ja, wir müssen auf jeden Fall in der Breite stärker werden. Das nützt ja alles nichts. Diet können wir dem nicht sagen. Okay. Zurück in die Reserve, die beiden Neuzugänge. So, die Jugendarbeit. Was haben wir denn da noch so Schönes? Den einen oder anderen, der mal gut werden kann. Und hier unsere B-Jugend ist ja wohl überragend. Also, leck mich fett. Spielmacher ist der auch. Das ist ja genial. Hat der schon komplett? Nee, der sollte erst mal komplett den hier machen. Dann kann der nämlich ein richtig guter werden. Das freut mich, dass wir endlich auch einen schönen, richtigen, echten Spielmacher haben. 66, 64. Ja, 64. So. Ich glaube, das kann mal ein echt, richtig, richtig guter werden. Talent stimmt. Position stimmt. Charakter stimmt. Spielertyp stimmt. Auf geht's. Beste Jugendarbeit in Deutschland und international. Kann sich so sehen lassen. Das haben wir gemacht. Zweite Mannschaft steht soweit auch. Basuer wird so ganz langsam wieder fit. Können wir eigentlich den Ebert schon verkaufen, sag mal. Müsste doch jetzt bald mal soweit sein. Ansonsten, Gudetti ist stärker als Schieber. Müssen wir den noch auf die Bank tun und dann hoffen, dass wir irgendwann mal hier nachziehen können und uns ein bisschen verstärken können. Die Taktik sollte soweit klar sein. Stindl, Klose. Das passt. Diesmal gehe ich hier nicht auf die Manndeckung, also es hat mir gar nicht gefallen. Vielleicht lag es an der Aufstellung vom Gegner, ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part dann wieder. Spiel gegen Dortmund. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr, wie gesagt, Tipps oder Tricks habt, Wünsche, dann einfach in die Kommentare schreiben. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr mehr Fußballmanager 13 sehen wollt, dann Daumen nach oben. Dann kann ich immer gut nachvollziehen, habt ihr da noch Lust drauf oder eher nicht. Gefällt es euch, was ich mache oder soll ich mich irgendwo verbessern? Dann auch bitte nicht nur Daumen nach unten geben, sondern auch schreiben, warum und wieso und was ich besser machen kann. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Dortmund wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.